Am nächsten Morgen, unser angeblicher Rückreisetag. Auf dem Weg zu unserem hoffentlich letzten Termin. Thilo und Margareta warten auf ihren Einsatz. Mein Team und ich gehen zuerst in Position. Aber unser Plan, den Betrug zu filmen, geht nicht auf. Wir kommen zu spät. Oh, was ist hier passiert? Nichts. Aber es ist zu. Ja, für Urlaub. Urlaub? Vacation. Ich habe keine Ahnung. Die sind einfach gekommen und haben es geschlossen, also die Polizei. Gestern? Heute. Heute? Von der Polizei? Manchmal, wenn man so viel arbeitet, schließt die Polizei die Geschäfte und sagt, fahrt in den Urlaub. Von der Polizei in den Urlaub geschickt? Glaube ich kaum. Was der Grund für die Schließung war, kann ich mir aber denken. Eines ist sicher, unser Lockvogeltest ist vorbei. Ist die polizeilich angeordnete Schließung des Ladens ein Einzelfall? Wir prüfen auch die anderen Läden. Auch der zweite Shop, dicht. Offiziell versiegelt. Hier geht nichts mehr. Okay, das ist jetzt nicht nur so kurz mal zugeklebt, sondern es ist richtig versiegelt von der Polizei. Einmal unten, dieses Rolltor. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Noch einer. Noch einer geschlossen. Gleich nebenan. Das geht immer weiter. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Wissen Sie nicht? War die Polizei hier? Festnahmen? Ja. Alle? Ja, alle. Beim dritten Technikladen dasselbe. Auch hier hat die Polizei den Stecker gezogen. Was ist mit denen passiert? Nein, ich weiß es leider nicht. Ist es gestern passiert? Die Polizei hat hier und oben Läden geschlossen. Das ist Kreditkartenbetrug, oder? Das habe ich gerade in der Zeitung gelesen. Wo haben Sie es gelesen? Hier. 42 Geschäfte hat die Polizei bei der Razzia geschlossen. 21 Personen festgenommen, ein Barvermögen von 1,3 Millionen Euro beschlagnahmt und 300 Bankkonten geschlossen. Wir nehmen Kontakt zu dem Verfasser dieses Zeitungsartikels auf. Es ist der Journalist Pedro Fumero. Ich treffe ihn am Tatort. In diesen Geschäften wurde meine Zuschauerin um knapp 10.000 Euro betrogen. Du sabes que paso. Weißt du, was genau hier am Tag der Verhaftung hier passiert ist? Die Einheit für Wirtschafts- und Steuerkriminalität und Zollüberwachung haben eine groß angelegte Operation durchgeführt. Die Ermittler sind für die Untersuchung von Wirtschaftskriminalität zuständig. Die Festnahmen waren hier in der Gegend rund um die Playa de las Americas, ebenso wie an den großen Touristen-Hotspots. Es unlokal. Also das ist ein Laden und hier gibt es ja noch einen. Das heißt, es ist kein Einzelfall, sondern sowas wie eine organisierte Bande. Una banda. Oder? Organizada. Sie? Richtig. Es war eine organisierte Bande, die, wie Sie sehen, auch an mehreren Orten arbeitete. Aha. Um ihrer Festnahme zu entgehen und auch beispielsweise mich daran zu hindern, sie zu identifizieren. Sie haben von Zeit zu Zeit ihre Geschäftsräume an einen anderen Ort verlegt und auf diese Weise versucht, die Polizei in die Irre zu führen. Tatsächlich lockten sie Kunden in den einen Laden, aber dann wurde der Betrug in einem anderen begangen und wieder einem anderen. Jetzt wissen wir, was passiert ist und wer durchgegriffen hat. Die Polizei hat dem Treiben der Technikabzocker vorerst ein Ende gesetzt. Die Läden allesamt dicht. Die Betrüger, die Mutmaßlichen, verhaftet. Aber wie stehen die Chancen für meine Zuschauerin, ihr Geld zurückzubekommen? Wurden die Männer verhaftet, die noch vor kurzem mit unseren Lockvögeln Thilo und Margareta zum Termin verabredet waren? Die Männer, die Rentner wie meine Zuschauerin Frau Weinmann um ihr erspartes Geld gebracht haben? Was bedeutet denn das, wenn so ein Geld weg ist, dass das nächste Mal Teneriffa schon in Sternen steht, oder? Ja, eigentlich schon. Ihn wieder nachgeholt, aber... Sie wollten wieder hin jetzt, ne?
Und das ist das Geld für den nächsten Teneriffa-Urlaub, das da weg ist. Ja. Die Unterlagen und jetzt sogar Beweismittel von Frau Weinmann habe ich zum Glück mitgenommen auf die Insel. Und ich nehme sie mit zu meinem nächsten Termin. Ich bin verabredet mit Sandra Fagel, der leitenden Staatsanwältin in diesem großen Fall. Also welche Straftaten werden dieser Gruppe denn vorgeworfen? Es handelt sich um eine kriminelle Vereinigung, die sich systematischen und massiven Betrügereien an ausländischen älteren Menschen strafbar gemacht hat. Diese Menschen wurden durch den Kauf eines billigen elektronischen Geräts getäuscht. So konnten die Betrüger an die Kredit- oder Debitkarten der Opfer gelangen. Die Belastungen auf ihren Konten waren viel höher und unterschieden sich vom vereinbarten Preis für das gekaufte Produkt. Wir sprechen von mindestens 100, 150 Betroffenen aus verschiedenen Ländern, wie Großbritannien, Deutschland, Schweden, Frankreich oder Finnland. Über welches Strafmaß sprechen wir hier denn? Ist das Betrug? Habsocke? Im spanischen Recht, was ist es? Berücksichtigt man den wirtschaftlichen Schaden, handelt es sich um schwere Verbrechen. Die Chefs könnten mit Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren verurteilt werden. Je nach Grad der Zugehörigkeit zur Organisation nimmt die Strafe ab. Das sind schwerwiegende Straftaten, da es um Betrug geht und um sehr hohe Beträge. Es wurde ja Geld beschlagnahmt. Können Sie mir sagen, wie viel? Wir haben ungefähr 1 Million Euro in bar beschlagnahmt. Besteht die Chance für die Opfer, einen Teil ihres Geldes zurückzubekommen? Und wo und wie wird das vonstatten gehen? Wir versuchen, das Geld jetzt zu übergeben und dass es zurückgehalten wird. Die Opfer, die es einfordern, sollen es zurückbekommen. Okay. Es gibt gute Chancen, dass die Opfer ihr Geld zurückerhalten, wenn sie sich melden. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Denn es gibt noch ein anderes Geld, das die Betrüger nach Indien überwiesen haben. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Wir haben alle Fälle aus den vergangenen Jahren unserer Sendung gesammelt. Gran Canaria, Lanzarote, Teneriffa, alles Fälle, die in das Schema passen. Ich würde es alles gerne weitergeben und vielleicht können Sie ja unsere Zuschauer kontaktieren, damit Sie noch mehr Fälle haben, mit denen Sie arbeiten können. Ich gebe Ihnen das mal. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Und ich glaube, dass die Kanarischen Inseln jetzt ein bisschen sicherer sind. Thank you very much. Okay, muchas gracias, muchas gracias. Im vergangenen Jahr haben sich 5 weitere Betroffene bei meiner Redaktion gemeldet. Auch deren Geschichte übergeben wir der Staatsanwaltschaft. So wird die Liste der Betrugsfälle länger, die Strafen härter und meine Zuschauer haben die Chance, ihr Geld zurückzubekommen. Endlich haben wir Bewegung in diese Sache reinbekommen. Frau Weimann, unsere Zuschauerin, hat Chancen, Großteile ihres Geldes wiederzubekommen. Dafür braucht es natürlich jetzt weitere Ermittlungen. Dafür braucht es auch unsere Fakten und unsere Beweise, die die Frau Staatsanwältin gerne mitgenommen hat. Und dann, wissen wir ja, sind Vermögenswerte beschlagnahmt worden. Über 1 Million Euro in bar. Etwas davon gehört auch Frau Weimann und den vielen anderen Zuschauern, die hier in den vergangenen Jahren betrogen worden sind. Wir beginnen so langsam etwas zu bewegen. Das freut mich. Von Teneriffa geht's nochmal zurück in die Nähe von Pforzheim. Frau Weinmann ahnt noch nicht, was wir herausgefunden haben. Heute will ich sie informieren, dass sie gute Chancen hat, ihr Geld zurückzubekommen. Schließlich geht es hier um fast 10.000 Euro. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte mal zuerst. Ich habe das Geld jetzt nicht dabei, die über 9.000 Euro. Die gute Nachricht ist allerdings, es ist einiges passiert auf der Insel. Zum Ersten haben wir nachvollzogen, was Ihnen passiert ist. Das ist aber alles ein Ding von gestern. Weil ganz aktuell steht fest, es sind Täter festgenommen worden von der Polizei. Und das Gute ist, die Läden sind dicht gemacht worden, in denen Sie auch saßen. Und die gute Nachricht, die wirklich gute Nachricht ist, im Lauf dieser
Festnahmen sind insgesamt, das ist eine große Aktion, 1,3 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Da sind Ihre über 9.000 Euro dabei. Ist das schon mal eine gute Nachricht? Das ist eine super Nachricht. Und jetzt kommt die große Frage, mit wem haben Sie es zu tun gehabt? Haben Sie vielleicht den schon mal gesehen? Ja, der hat uns gefahren. Ah, das ist Ihr Fahrer. Ich lege den mal zur Seite. Gut, den schon mal gesehen. Den kenne ich nicht. Gut, den lege ich mal zur Seite. Den. Und das dürfte das Schiff sein, so wie der aussieht. Dafür, für das, was Sie jetzt sagen, wird sich die Staatsanwältin auf Teneriffa sehr interessieren. Ich werde das jetzt hier genauso an die Staatsanwaltschaft auf der Insel schicken. Sie müssen in Deutschland jetzt nicht zum Gericht gehen, ja, nichts weiter veranlassen, weil die Staatsanwaltschaft wird sich hier per Amtshilfe und so weiter bei Ihnen melden. Mhm. Weil Sie sind nicht nur Zeugin, Sie sind Betroffene, Sie sind Opfer der Straftat, ja, geworden. Und Ihnen steht das Geld zu, was dieser Mann hier an Ihnen verdient hat. Ja. Nämlich über 9.000 Euro. Ich verspreche Ihnen, ich bleibe da weiter dran. Ich halte den Kontakt zur Staatsanwaltschaft dort. Aber ich finde, wir sind jetzt weiter als beim ersten Mal, wo wir uns gesehen, ja, haben. Oder? Ja. Eine Hoffnung ist da. Ja, ja. Und Ihr Geld auch. Ja. Beschlagnahmt, ja, durch die Polizei. Das ist doch schon, ja, was. Frau Weinmann verspricht, sich bei uns zu melden, sobald die Staatsanwaltschaft auf Teneriffa ein Ergebnis hat. Wenn Ihnen jemals auf den Kanaren irgendwelche billige Technik angeboten wird an solchen Verkaufsbuden, sagen Sie nein. Denken Sie dreimal darüber nach. Und auch bei jedem Benutzen eines EC-Kartengeräts in solchen Läden. Wir konnten diesen Fall jetzt mal an die Staatsanwaltschaft übergeben. Vielleicht ist Teneriffa dadurch ein bisschen sicherer geworden. Richtig sicher wird es aber erst, wenn Sie aufpassen, skeptisch und vorsichtig bleiben.